Dicke Eier. Dicke Eier. Dicke Eier. Herzlich willkommen bei der Webblöser für mir verschmierte Damen und Herren. Heute schauen wir von Herrn Kuchen 64546 an. Oh yeah. Ob das jetzt eine Postleitzahl ist? Keine Ahnung. Aber das ist ein Feature mit Sozialverhalten 5. Jetzt weiß ich nicht, ob die Zahl eine Anspielung ist, weil die 5 ist hier in der Mitte. Und man könnte ja natürlich denken, dass die 64 und 46 andere Menschen sein könnten und dann halt die 5 in der Mitte von so... Ihr wisst, wie es mir eine kleine Spinnerei und Theorie an dem Rande. So, gönnen wir uns das Ding jetzt mal. Das Ding stammt aus der Nordkorea-Tape. Ihr wisst Bescheid. Ich hab den Namen gegen geleast. Alle suchen für einen außer die 64er. Für meine Yes, ja. Okay, das. Okay, lass uns mal loslegen. Yes, yo, das ist kein gewöhnlicher Ort. Bei uns macht immer noch Evren den besten Döner im Dorf. Ich schick euch Schwanzlutscher heim, hier krieg ich Stammkundschaftspreis. Meine Heimat, diese Kleinstadt und nicht Frankfurt am Main. Denn je kleiner deine Stadt, desto besser der Stoff. Das mit Meth gestreckte Ort gibt's um die Ecke bei Bob. Guck, ich bin weg in der Gegend, häng mit paar Pennern am Rewe. Um die Ecke hat es letztens noch nen Bäcker gegeben. Und ich glaub, ne Straße weiter auch einen Schlecker gegeben. Doch ich glaub, Schlecker und Bäcker sind jetzt ausländische Läden. Doch ich mach... Ja, nicht schlecht. Schön wieder, schöne, nice Reime, Wortspielereien. Und die Hohnsöhne bohren immer noch oben. Meine Fresse, nervt das. Willst du hier arbeiten, professionell? So als YouTuber? Und da ficken die quasi deine Autospur. Dreckigen Ghost oder so, ey. Mach mir da nichts draus. Ihr macht demnächst sogar noch ne Kanaken-Shisha-Lounge und ein Paki-Kiosk auf. Der Beste in der Town, Mefeldenwalde auf die Groove Street. Schwarzer Afghaner, als wär ich Faisal Kafusi. Der dickste in der Stadt, das ist ne gute Frage. Ich nehm die Kuchengabel, stech dich ab, dann hast du deine Antwort. Wo wird das Ort ge... Kleine Wortspielerei mit den Herr Kuchen und Kuchengabel. Nicht schlecht. Besonders wenn wir Kuchengabel abstecken. Abstechen. Kann man ruhig machen, da muss man halt ein bisschen Dollar zustechen, ne, also. Naja. Wird das Ort gepasst? 64546, die beste Doppelstadt. 64546, wer hängt am Autoscooter? 64546, deine Stadt ist auch nicht cooler. 64546, wo wird das Ort gepasst? 64546, die beste Doppelstadt. 64546, wer hängt am Autoscooter? 64546, deine Stadt ist auch nicht cooler. 64546, okay, das ist doch in der Postleitzahl. Okay, haben das Thema jetzt auch geklärt. Kein gewöhnlicher Ort. Alle paar Tage passiert sogar in Möwe ein Mord. Wir haben noch größeres Vorpunkt und Neubaugebiet. Rauf wegen Räumer mein Weed und mache Vollzeit Musik. Das ist Waldschwimmbad-Sound, ich bin stolz auf den Scheiß. In einem Dorf voller Wack-MCs, der Dopeste zu sein, ist schon krass. Alle sind hier unterwegs, brauchen deine Kumpels, es treffen wir uns Punkt um 10 am Hundeweg, du räudiger Lappen. Hör auf Freundschaft zu machen. Mit mir eine Keule zu pappen, willst du in deinen Träumen nicht schaffen? Ich. Niedlich. Ist es ein Deutsch? Also das Auto jetzt. Ich weiß es jetzt gar nicht so direkt. Aber na gut. Vertreib den Tag mir mit nem Beutel voll Pappen und schiebe Filme in nem Kino, wo 10 Leute reinpassen. Wir haben Süle und Kabusi und auch Svenja von Frese. Die ist beim Bachelor gewesen und macht bei RTL Knete. Doch der coolste in der Town, das ist ne gute Frage. Ich nehm die Kuchengabel, stech dich ab, dann hast du deine Antwort. Wo wird das... Macht er einfach einen Track aus seinen, seine Hood. Also für seine Hood. Mit sehr relativ unterhaltsamen und lustigen Lines. Also Text auch noch dazu. Also insgesamt, der Text ist sehr unterhaltsam und lustig. Das Ort gepasst. 64546, die beste Doppelstadt. 64546, wer hängt am Autoscooter? 64546, deine Stadt ist auch nicht cooler. 64546, wo wird das Ort gepasst? 64546, die beste Doppelstadt. 64546, wer hängt am Autoscooter? 64546, deine Stadt ist auch nicht cooler. 64546, yes, yo, das. So, kommen wir uns zu Zahlverhalten 5. Oh yeah.
Das ist kein gewöhnlicher Ort. Ey, oh, Sozialverhalten fünfte, deine Söhne versorgt. Du hast noch nie so gutes Gras gesehen. Ich zieh ne Nase Schnee und schenke deiner Furz sogar gratis Ees am Badesee. Sozialverhalten fünfte an der Bertha Gras verkauft. Und dir dein krasses Mountainbike an der Werner Tanne klaut. Während du beim Friedhof trauerst, hab ich dicke Joints mit Weed gebaut. Rauch und Peace am 5 Meter Freefall Tower. Ich hab was für Kimmes. Oh, herrlich. Na, ich find's lustig. Du Kimmes Bitch, fünfter deine Oma Box. Bauchtasche, Jogginghose, Coca Rocks im Koban-Slot. Bitch, und ist mal deine Hure nicht da? Kack ich aus Langeweile auf deine Skulpturen im Park. Ey, krasser Flughafen, ja, hab immer Ganja dabei. Ich komm auf Ampfe und teilen ins Asylantenwohnheim. Und der coolste in der Town, das brauchst du gar nicht zu versuchen. Nimm die Gabel von dem Kuchen und stech sie in dein Auge. Wo wird das Ort geparkt? Alter Schwede. Grevenhausen, Darmstadt, Langen, Rüsselsheim, Da findet mein Rüsselheim. Das war echt eine... Wir löschen es einfach aus unserem Gedächtnis, wie die halbe Bevölkerung von Thanos einschnipsen. 6-4-5-4-6, die beste Doppelstadt. 6-4-5-4-6, wer hängt am Autoscooter? 6-4-5-4-6, deine Stadt ist auch nicht cooler. 6-4-5-4-6, wo wird das Ort geparkt? 6-4-5-4-6, die beste Doppelstadt. 6-4-5-4-6, wer hängt am Autoscooter? 6-4-5-4-6, deine Stadt ist auch nicht cooler. 6-4-5-4-6. Mir ist gerade was aufgefallen. Der eine Typ hinten mit der Mütze, mit diesem Schmetterlingstattoo. Das hier. Hat der wirklich den Bannkreis von Naruto Uzumaki auf seinem Bauch tätowiert, an derselben Stelle, wo der den hat? Scheiße, Alter. Ist ja komplett fertig. Also wenn, also das ist definitiv ein Fan, Alter. Du kannst du sagen, was du willst. Und, wo haben wir... Das hier oben auf seiner Brust. Das ist ein sogenannter Totengräber. Ein schwärmer Schmetterling. Auch bei uns zu finden. Aber genug mit der Biologiestunde. Wie gesagt, sehr unterhaltsames Musikvideo und Werk. Kann man sich wirklich mal öfters geben. Auch jetzt der Part von Sozialverhalten 5. Boah, die kamen sich auch so relativ sehr unterhaltsam. Das hier. Alter, okay. Ich werde natürlich wieder alles verlinken, ihr wisst, auf eurem Bruderbasis. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Die kleinen dreckigen Ficker. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.